Knight Rider. Die Abenteuer des Michael Knight. Er kämpft für die Unschuldigen, die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite Kit. Ein Auto, ein Computer, ein Wesen. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Quiet Riot, Iron Maiden. Wo kriegen die Bands bloß immer diese Namen her? Das ist Heavy Metal, Kumpel. Macho Rock'n'Roll. Heavy Metal? Schwermetall. Uran ist Schwermetall und Uran ist auch nicht besonders gesund für Sie. Wissen Sie eigentlich, was Iron Maiden ist? Eine eiserne Jungfrau? Na, ein Folterinstrument aus dem Mittelalter. Warum? Manchmal verblüfft mich Ihr Bildungsstand. Ach, danke, danke. Aber wie würdest du denn eine Heavy-Metal-Band nennen? Auch wenn mir diese Musikrichtung etwas fremd ist, würde ich mich für eine Bezeichnung wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit entscheiden. Heavy-Metal ist dir wirklich fremd, Kumpel. Hallo, Devin? Guten Morgen, Michael. Laut Ihrer Peilung sind Sie im Moment nördlich der Stadtgrenze. Absolut korrekt. Auf dem Weg zu Millie. Da gibt es die besten Chili-Omelettes westlich des Colorado. Und ich bin gleich da. Falsch. Was, falsch? Sie übernehmen jetzt nämlich eine Sicherheitsüberprüfung der Firma Macroplex Incorporated. Oh. In dieser Woche haben Sie einen Dieb im Haus erwischt. Einen Ihrer eigenen Leute. Einen Techniker. Kevin Morgan. Macroplex? Das klingt ja wie ein Bodybuilding-Gerät. Komm. Die bauen den höchst entwickelten Computer in ganz Amerika. Kit hat ein paar Patente von denen in seinem System. Und Macroplex arbeitet mit dem Pentagon an Projekten, die den Krieg der Sterne wie einen lahmen Western aussehen lassen werden. Zurück zu dem Dieb. Er ist vom Rohbau des neuen Firmengebäudes von Macroplex in den Tod gestürzt. Ich möchte gern, dass Sie mit seiner Witwe sprechen, Michael. Ist das denn unbedingt nötig? Ich denke schon. Bonnie wird Kitty die Details überspielen. Und was ist mit meinem Chili-Omelette? Sind Sie denn wirklich so erpicht auf Magenschmerzen? Viel Glück, Michael. Der Mann hat wirklich eine sichere Hand dafür, mir grundsätzlich einen Strich durch die Rechnung zu machen, wenn ich mal was Privates vorhabe. Ich würde sagen, das ist unser Job. Du hast ja so recht, Kumpel. Wenig später hat Michael die von Bonnie übermittelte Adresse erreicht. Ein kleiner, weißer Bungalow mit gepflegtem Rasen in einer ruhigen Nebenstraße. Ja? Janet Morgan? Ja? Mein Name ist Michael Knight. Ich weiß, dass der Augenblick nicht gerade passend ist, aber ich möchte Ihnen ein paar Fragen über Ihren Mann stellen. Sind Sie von der Polizei? Nein. Versicherung? Nein, ich arbeite für eine private Organisation. Die Foundation für Rechts- und Verfassungsfragen. Wir untersuchen den Tod von Kevin. Sie meinen den Mord an ihm? In dem Bericht, den ich gelesen habe, steht Unfall. Aber ich interessiere mich sehr für Ihre Version. Kommen Sie rein. Danke. Mord ist eine schwere Anschuldigung, Janet. Haben Sie einen Beweis oder ist das nur ein Gefühl? Mein Mann ist beim Stahlaufbau aufgewachsen. Sein Großvater war schon in dem Geschäft. Er hat auf dem Empire State Building gearbeitet. Kevin ist in seinem Leben noch nie irgendwo runtergefallen. Und auch nicht bei Macroplex. Ich meine, einfach so. Ja, ja, okay. Janet, ich muss Ihnen ein paar unangenehme Fragen stellen. Schießen Sie los. Hatten Sie und Kevin Geldprobleme? Nein, überhaupt nicht. Spielschulden? Nein. Hat er in letzter Zeit neue Freunde kennengelernt? Nein. Okay. Letzte Frage. Könnte es sein, dass er eine Freundin gehabt hat? Ganz bestimmt nicht. Was sind das überhaupt für Fragen? Mein Mann war ein guter und sehr liebevoller Mensch. Und jetzt versuchen Leute wie Sie, alles in den Schmutz zu ziehen. Bitte glauben Sie mir, ich habe jeden Respekt vor Ihren Gefühlen. Aber meine Aufgabe ist es, an alle Möglichkeiten zu denken. Noch eine Frage und dann lasse ich Sie in Ruhe. Könnte es sein, dass Kevin entlassen worden ist, weil er irgendeinen Fehler gemacht hat? Entlassen? Wer sollte ihn entlassen? Macroplex. 3 Tage bevor er starb. Es steht in seiner Personalakte. Das ist unmöglich. Das hätte er mir gesagt. Und vielleicht wollte er nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Sie verstehen das nicht, Mr. Knight. Wir haben 5,5 Jahre zusammengelebt. Ich wusste schon, in welcher Stimmung er war, noch bevor er zur Tür reinkam. Er hätte sowas von mir nicht verbergen können.
Wissen Sie denn auch, was er in der Nacht, in der er starb, auf dem Bauplatz gemacht hat? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Gut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die ganze Sache tut mir sehr leid. Danke. Schon gut. Michael macht sich auf den Weg zur Baustelle auf dem Gelände von Markoplex. Als Telefonhandwerker verkleidet, fährt er hinauf bis zur höchsten Plattform, von wo Kevin in die Tiefe gestürzt ist. Kit, hörst du mich? Klar und deutlich. Sieht so aus, als hätte es hier einen kleinen Unfall gegeben. Die Stahlkonstruktion, die mit Beton verschalt wird, ist völlig verbogen. Nun, kleiner Unfall ist wohl leicht untertrieben. Das gesamte Stahlgerippe des Baus ist dazu. Da braucht man aber richtig Saft in den Muskeln, um das hinzukriegen. Genau 3,2 Tonnen pro Quadratzentimeter. Hey Mann, was machst du denn hier? Meine Arbeit, was sonst? Tatsächlich? Das werden wir gleich feststellen. Komm mal mit. Okay. Ist da Barnes? Ja? Was ist los? Der Typ hier hat wohl die Aussicht überprüft, statt seine Arbeit zu machen. Und er hat immer mit sich selbst gequatscht. Aha. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Knight. Die Gewerkschaft hat mich hergeschickt. Ich bin der Ersatzmann für Kevin Morgan. Aha. Und wer sind Sie? Steven Barnes, Chefingenieur der Makroplex. Wer ist Ihr Vorarbeiter? Konnte ich nicht finden. Was ist denn das hier, ein Verhör? Ja. Die Zeiten sind zwar hart, aber so nötig brauche ich die Arbeit auch wieder nicht. Sie sind im falschen Stockwerk. Hier sind schon alle Telefonleitungen verlegt. Und was soll ich dann machen? Kommen Sie nach dem Wochenende wieder. Wir fangen dann mit den Fernleitungen an. Ist mir recht. Meiner alten Zuhause wird's wohl nicht so gefallen, aber mir ist recht. Danke, meine Herren. Bis Montag dann. Ja, bis dann. Bist du verrückt geworden? Wieso hast du ihm gesagt, dass er wiederkommen soll? Schreck dich ab. Ich will ihn im Auge behalten. Hast du die Gewerkschaft angerufen, dass sie einen Ersatzmann schicken? Nein. Ich dachte, du hättest das gemacht. Nein. Verdammt. Wir betonieren heute das letzte Stück. Wenn wir damit fertig sind, kann uns nichts mehr passieren. Und ich kümmere mich um unseren Besuch. In der Nähe der Baustelle steigt Michael wieder zu Kit. Den Neubau hat er immer noch im Auge. Also der verbogene Stahlträger wird bestimmt bald repariert. Genau an der Stelle ist Kevin abgestürzt. Ist doch seltsam, nicht? Ich frage mich, warum die Sache nicht längst repariert ist. Vielleicht hat man den Schaden noch nicht bemerkt. Na kaum. Dem Rost nach zu urteilen, ist das schon ein paar Tage alt. Ruf Devin an. Frag ihn, wann die Reparatur vorgesehen ist. Sofort, Michael. Na, was kommt denn da? Eine dicke Limousine mit Chauffeur. Jetzt bin ich aber gespannt, wen die abholt. Ach nee, Steven Barnes. Makroplex behandelt seine Ingenieure offenbar sehr großzügig. Wohl kaum, Kit. Da ist irgendwas faul. Mach ein Foto davon. Sofort, Michael. Michael folgt der Limousine bis zu einer prächtigen Villa. Dort wird Barnes von Soltis empfangen, einer zwielichtigen Gestalt. Auch von diesem Mann schießt Kit einige Fotos. Mehr können die beiden nicht tun. Soltis lässt sich mit Barnes an seinem Swimmingpool nieder. Also, Barnes, haben Sie es gefunden? Noch nicht. Das Ding kann überall sein. Ich habe mehr als genug am Hals, um die Arbeit rechtzeitig abzuschließen. Barnes, ich habe Sie eingestellt, weil man mir gesagt hat, Sie seien ein gründlicher Mann. Ehrlich gesagt, ich begreife überhaupt nicht, was Ihnen so viel Kopfschmerzen bereitet. Nun, diese Abhöranlage wurde in einem Labor in Marseille entwickelt. Ja, ja, ja. Das Labor wurde im letzten Jahr vernichtet. Alles ist mit in die Luft geflogen. Ja. Die Pläne, die Techniker, die Geräte. Ja, was hat das mit uns zu tun? Die französische Regierung fahndet immer noch nach den Attentätern. Und wenn man das Teil aus der Anlage hier oben irgendwo fände, dann... Ach so, ich verstehe. Ja, ich habe meinen besten Mann auf den Job angesetzt. Das reicht nicht, Mr. Barnes. Wissen Sie... Ich überlebe nur deswegen, weil es mir immer gelingt, wieder spurlos unterzutauchen. Und Sie, Mr. Barnes, machen mir das in diesem Fall immer schwerer. Sie haben Kevin Morgans Ruf also grundlegend ruiniert? Selbstverständlich.
In seiner Personalakte steht jetzt, dass er verdächtigt wird, Eigentum der Gesellschaft entwendet zu haben. Verdächtigt? Ja. Das reicht nicht. Wenn das Abhörgerät irgendwo gefunden wird, muss die Polizei einen Täter auf dem Silbertablett bekommen. Arrangieren Sie das, Barnes. Beweisen Sie seine Schuld. Okay. Michael ist unterdessen auf dem Weg zu Janet Morgan. Devin Miles hält ihn auf dem Laufenden. Michael, Sie haben recht gehabt. Bei Makroplex gibt es keinen Bericht über einen beschädigten Stahlträger. Ich werde das sofort veranlassen. Nein, Devin, auf keinen Fall. Falls da was vertuscht werden soll, möchte ich herauskriegen, was dahinter steckt. Michael, vergessen Sie nicht, dass es sich bei Makroplex um unseren Auftraggeber handelt. Einen Tag, Devin. Ich brauche nur einen Tag. Einverstanden, Michael. Ihnen zuliebe drücke ich beide Augen zu. Danke, Devin. Hier ist die Schule, in der Janet Morgan unterrichtet, Michael. Danke, Partner. Du bleibst hier. Ich bin gleich wieder da. Als wenn ich jemals nicht gewartet hätte. Ich finde, man könnte mich durchaus als treu bezeichnen. Während Michael die Schule betritt und sich auf die Suche nach Janet Morgan macht, schleicht sich ein kleiner Junge geduckt an Kit heran, der schwarzglänzend in der Sonne steht, und rüttelt vorsichtig am Türgriff. Na, na, junger Mann. Du kannst sprechen? Warum bist du nicht in der Schule? Och, ich schwänze. Und was beliebst du zu schwänzen? Ach, Geschichte, diesen Blödsinn. Geschichte ist kein Blödsinn. Du hast gut reden. Autos müssen ja auch nicht in die Schule. Sieh mal auf den Monitor in meinem Armaturenbrett. Ja, und? Was machen die denn da? Die bauen Pyramiden. 100 Meter hoch. Und jetzt? Was ist denn das? Ein Auto? Das ist ein Auto. Wow! Die Raumfähre startet! Ist das irre! Das ist Geschichte. Und jetzt verschwinde in den Unterricht. Sehen Sie dir noch mehr spannende Sachen. Los, jetzt verschwindet, dann kommt mein Partner. Bin schon weg. Was wollen Sie denn schon wieder von mir, Mr. Knight? Ich möchte Sie nach Hause fahren. Und ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Das wird ein kurzes Gespräch. Ich wohne ja nur 2 Straßen weiter. Worüber wollen Sie denn mit mir sprechen? Nun, ich hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen. Darum bin ich nochmal zu Makroplex gegangen. Ach. Janet, ich habe was Interessantes entdeckt. Genau an der Stelle, wo Kevin abgestürzt ist, ist ein Stahlträger völlig verbogen. Irgendwas ziemlich Großes muss ihn verbeult haben. Als ich da Nachforschungen angestellt habe, war bei Makroplex aber kein Unfall gemeldet. Und das bedeutet? Vielleicht haben sie es nicht gemeldet, weil sie versuchen, etwas zu verschleiern. Zum Beispiel, dass Kevin nicht wirklich gestürzt ist. Vielleicht wurde er hinuntergestoßen. Sie meinen das ernst, nicht wahr? Janet, wir verabreden jetzt was. Sie wollen, dass Kevin entlastet wird. Ich will die Wahrheit herausfinden. Und wenn Sie recht haben, wollen wir wohl letztlich das Gleiche. Stimmt. Okay. Ich brauche Ihre Hilfe. Selbst wenn das, was ich herausfinde, nicht das wäre, was Sie gern hören würden. Akzeptieren Sie meinen Vorschlag? Ja, ich akzeptiere ihn. Gut. Ich habe hier ein paar Fotos. Erkennen Sie jemanden darauf? Ja, das ist Stephen Barnes, Kevins Boss. Er ist ein netter Kerl. Er war neulich Abend zum Essen da. Wer ist der andere? Ich weiß es nicht. Aber sobald ich es herausbekommen habe, werde ich es Ihnen sagen. Kommt, steigen Sie ein, ich bringe Sie nach Hause. Los geht's, Kit. Kurz darauf erreichen die beiden Janets Haus. Die junge Lehrerin bittet Michael herein. Sie fasst langsam Vertrauen zu ihm. Janet, dürfte ich mich ein bisschen bei Ihnen umsehen? Ich meine, wenn Sie... Das ist schon okay. Aber was hoffen Sie denn hier zu finden? Den Grund, warum Kevin in jener Nacht auf die Baustelle gegangen ist. Wenn er tatsächlich umgebracht worden ist, dann wahrscheinlich, weil er was gesucht hat. Und da hier der Mittelpunkt seines Lebens war, wo er die meiste Zeit verbracht hat, fange ich hier an.
Kit? Jan, Michael? Was spricht dein Scannerkumpel? Irgendwas Ungewöhnliches hier im Haus? Es gibt da etwas, was sich einer näheren Bestimmung durch meinen Scanner entzieht. Es ist mit Blei umkleidet. Wo? Im Bücherbord, oberstes Regal. Ah, hier. Ein kleines Kästchen. Janet, haben Sie eine Ahnung, was das ist? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Erwarten Sie jemanden? Nein. Gut, machen Sie auf. Aber sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Ich muss das kleine Ding hier verschwinden lassen. Okay. Ja, bitte? Mrs. Morgan? Ja? Lieutenant Rayford, Kriminalpolizei. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Einen Durchsuchungsbefehl? Es geht um Eigentum der Firma Macroplex. Kit, ich brauche Zeit. Mach irgendwas mit Ihren Autos. Sofort, Michael. Sergeant, sehen Sie nach, was mit dem Wagen los ist. Jawohl, Sir. Ich darf dann wohl reinkommen. Danke. Ah, und wer sind Sie? Ich bin ein Freund der Familie. Und hat der Freund auch einen Namen? Nennen Sie mich einfach einen interessierten Bürger. Wessen Unterschrift steht auf dem Durchsuchungsbefehl? Sind Sie Rechtsanwalt? Jack, durchsuchen Sie den Kerl. Nur wenn Sie einen Haftbefehl mit meinem Namen drauf haben. Okay, aber wir haben einen Durchsuchungsbefehl mit dieser Adresse drauf. Also können wir jetzt anfangen? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Jack? Ja, Sir? Dürfen Sie das? Ich fürchte, ja. Kenneth, sehen Sie mal. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Ein Grafiklaser. Kostet 10 Riesen. Gehört er Ihnen, Ma'am? Ich habe das Ding noch nie gesehen. Lieutenant, Mrs. Morgan trauert um ihren Mann. Ist sie nun verhaftet? Noch nicht, aber dieses Gerät nehmen wir mit. Gut. Nehmen Sie es und gehen Sie. Kommen Sie, Jack. Michael, ich schwöre Ihnen, ich habe diesen Kasten noch nie gesehen. Janet, die Sache wird langsam ernst für Sie. Sind Sie sich ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Das hier ist doch schließlich mein Haus. Michael, was geht hier eigentlich vor? Ich weiß es nicht, Janet. Aber ich werde es herausfinden. Wenig später trifft sich der undurchsichtige Soltis wieder mit Barnes in seiner Villa am Swimmingpool. Ich erwarte gute Nachrichten, Barnes. Die kann ich liefern. Es ist mir gelungen, das Problem Kevin Morgan zu lösen. Die Polizei war heute bei seiner Witwe. Großes Aufgebot. Mit einem Durchsuchungsbefehl. Nein, nein, nein. Sparen Sie sich das unwichtige Zeug. Bitte? Was ist mit der Hauptsache? Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Glauben Sie mir, ich habe überall nachgesehen. Und außerdem haben wir jetzt ein viel dringenderes Problem am Hals. So? Ja, der Kerl, der auf dem Bauplatz rumgeschnüffelt hat. Er ist mit Morgens Witwe gesehen worden. Sie sind doch der Sicherheitsexperte. Finden Sie heraus, wer er ist. Das ist ja das Problem. Ich habe es versucht. Aber ihn kann man genauso schwer zu fassen kriegen wie Sie. Er heißt Michael Knight. Aber scheint bis vor 3 Jahren überhaupt nicht existiert zu haben. Was ist denn das für ein Blödsinn? Mir gefällt es auch nicht. Lassen Sie ihn verschwinden. Okay. Hey! Ich bin noch nicht fertig. Was ist? Ah, ich weiß. Das Abhörgerät. Wenn Sie es nicht innerhalb von 24 Stunden wiederbeschafft haben, blase ich das ganze Projekt ab. Nein, das können Sie nicht tun. Nicht nach allem, was wir schon in... 24 Stunden, Barnes. Und Sie wissen... Ich meine es ernst. Abends erreicht Michael den Sattelschlepper, das rollende Hauptquartier der Foundation. Hier berät er sich mit Bonnie und Devon. Es ist ein Sendeempfänger, Michael. Ein elektronisches Überwachungsgerät. Aber ich habe dieses Modell noch nie gesehen. Es ist aus einer versiegelten Bleilegierung hergestellt. Hm. Ich habe es auf ein Telefon gelegt. So testet man normalerweise die Frequenz. Aber bei diesem funktioniert das nicht. Richtig. Man kann mit diesem Teil ein Telefon oder eine Computeranlage anzapfen, ohne dass es irgendwie nachzuweisen ist. Das Ding ist revolutionär. Mehr kann ich aber nicht sagen, bevor ich nicht reingesehen habe. Jedenfalls hat Kevin es nicht zu Hause in seinem Hobbykeller zusammengebastelt. Aber was hat er überhaupt damit gemacht? Wenn wir das wüssten, wären wir einen entscheidenden Schritt weiter. Michael? Ja, Partner?
Ich habe die gewünschten Informationen zu den Fotos. Gib sie uns auf den Monitor. Sofort, Michael. Soltes. Nach ihm wird in der halben Welt gefahndet. Ein Händler. Waffen für Nicaragua. Heroin aus Laos. Er ist nicht sehr wählerisch, womit er handelt. Der Mann ist gefährlich. Seit 15 Jahren schlüpft er der Justiz immer wieder durch die Finger. Ich werde das FBI unterrichten. Warten Sie. Michael, ich glaube, Sie unterschätzen die Situation. Falls Soltes die Sicherheitsvorkehrungen bei Makroplex ausgeschaltet hat, sind die Folgen verheerend. Devin, Sie unterschätzen die Situation. Wenn Soltes wirklich so clever ist und die Staatspolizei jetzt eingreift, taucht er sofort ab. Und wir haben wieder nichts in der Hand. Lassen Sie mich zuerst ein paar handfeste Beweise sammeln. Einverstanden. Bis später. Wo wollen Sie hin? Zu Makroplex. Mal sehen, ob da ein paar von diesen Abhörgeräten rumschwirren. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Michael fährt zur Baustelle. Unentdeckt erreicht er das oberste Stockwerk des neuen Gebäudes. Und dort wird er fündig. Doch man entdeckt ihn. Nur mühsam kann er den gezielten Schüssen entkommen. Dann fährt er sofort zu Janet. Während Michael ins Haus geht, wartet Kit draußen auf der Straße unter einer Laterne. Denn normale Wohnzimmer haben nicht die Abmessung für einen Trans Am. Da kommt plötzlich ein gewisser Junge über die Straße. Hey, was machst du denn hier? Ich könnte dich dasselbe fragen. Es ist schon ziemlich spät. Du brauchst nicht zu meckern. Ich war in der Bibliothek. Warum fällt es mir nur so schwer, dir das zu glauben? Nein, ehrlich. Ich habe alles über die Wikinger gelesen. Hast du schon gewusst, dass sie noch vor Kolumbus Amerika entdeckt haben? Ach, tatsächlich? Ja, echt. Du hast es geschafft, dass ich mich für diesen ganzen Geschichtskram interessiere. Könntest du mir nicht auch irgendwas über Naturwissenschaft erzählen? Oder ist das nicht dein Fall? Machst du Witze? Im Haus ist Michael unterdessen in ein ernstes Gespräch mit Janet verwickelt. Janet, das hier ist ein Abhörgerät. Genauso eins, wie wir es hier bei Ihnen in der Wohnung gefunden haben. Dies war im obersten Gebäude des Makroplex-Neubaus installiert. Sie meinen, Kevin war ein Spion? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das Obergeschoss war gestern noch nicht fertig. Als Kevin starb, war es noch nicht hochgezogen. Deshalb muss irgendjemand anders dieses Ding in die Wand eingebaut haben. Und ich glaube, Kevin hat herausgefunden, wer. Und darum hat man ihn umgebracht? Ganz genau. Haben Sie schon jemanden in Verdacht? Ja. Stephen Barnes. Barnes? Aber doch nicht Barnes. Er war so nett zu Kevin. Er wollte ihm helfen, damit er bald befördert wird. Michael, er war doch neulich erst zum Essen bei uns. Erinnern Sie sich noch an den anderen Mann auf den Fotos? Der, den ich nicht kannte? Ja. Wir haben herausgefunden, dass er ein international gesuchter Verbrecher ist. Man hat ihn noch nie fassen, geschweige denn verurteilen können. Geschäftsgeheimnisse wie die von der Makroplex sind seine Spezialität. Und Barnes ist der Mann, der sie ihm beschafft. Was machen wir jetzt? Sie machen gar nichts. Ich werde versuchen, dass Barnes mich zu Soltes führt. Und dieser Soltes, der kommt also immer davon? Diesmal nicht. Das verspreche ich Ihnen. Im Baubüro macht Barnes zur gleichen Zeit seinen Vorarbeiter herunter. Wie konnten Sie ihn verfehlen, Hennigan? Sie waren so nahe dran. Hören Sie, der Kerl war verdammt schnell. Es war dunkel. Und dann dieser Wagen, den er fährt. Was ist los? Barnes? Ja? Hier ist Michael Knight. Sie haben Ihre Chance gehabt. Jetzt bin ich an der Reihe. Wie meinen Sie das? Nun, man sagt, ein Bild sei 1000 Worte wert. Das Bild, das ich mir gerade ansehe, ist 50.000 Dollar wert. Das ist eine hübsche Aufnahme. Gut getroffen, Sie und Soltes. Sie? Soltes? Soltes? Ich kenne niemanden, der Soltes heißt. Was soll das? Ach, kommen Sie, Barnes. Ein hübsches Haus haben Sie da übrigens in den Bergen. Man verdient gut als Ingenieur bei Makroplex, oder? Ich... Also, wenn Sie das Bild nicht kaufen, schicke ich eine Kopie an Soltes und eine ans FBI. Dann können Sie sich aussuchen, vor wem Sie gern auf der Flucht sein möchten. Angenommen, ich hätte Interesse, die Ware zu kaufen. Ja, wo zum Teufel soll ich mitten in der Nacht 50.000 Dollar herkriegen? Tja, das ist Ihr Problem. Wir treffen uns an der Baustelle, bei Sonnenaufgang. So ein Mist. Vor dem Haus von Janet erhält der kleine Billy gerade Physikunterricht. Und der Junge lernt schnell. Und darüber steigt die Rückwärtsrotation des Billardballes seine Vorwärtsgeschwindigkeit. Du hast es verstanden, Billy. Ganz einfache und logische Physik. Störe ich? Oh, ich glaube, ich muss gehen.
Michael, ich kann das erklären. Es geht um Ausbildung. Ausbildung? Dass ich nicht lache. Hinterhältige Verführung unschuldiger Kinder zur unmäßigen Anhäufung von Wissen nenne ich das. Zurück zur Foundation, Kid. Michael fährt zum Sattelzug der Foundation, wo Bonnie immer noch an einem der beiden hypermodernen Abhörgeräte bastelt, die Michael bei Janet und auf der Baustelle entdeckt hat. Michael, Sie haben nur noch eine Stunde und 48 Minuten. Dann ist der Tag vorbei, um den Sie gebeten hatten. Sie fordern Ihr Glück heraus. Nicht, wenn Kit auf die Sekunde genau programmiert ist. Wie kommst du voran, Bonnie? Das ist ein verblüffendes System. Da ist ein Chip drin, der jedes Telefon in ein sendendes Mikrofon verwandelt. Man kann alles, aber auch alles abhören. Noch einen Tag und diese Dinge werden für immer in den Wänden des neuen Makroplex-Gebäudes begraben sein. Für immer unauffindbar. Hier ist noch ein Kreislauf drin, den ich noch nicht geknackt habe. Weiß der Himmel, wozu der da ist. Du wirst das schon schaffen. Devin, haben Sie Stephen Barnes überprüft? Ja, seine Papiere sind makellos. Er ist frisch von der Hochschule gleich bei Makroplex eingestiegen. Und dann hat er eine steile Karriere gemacht. Heute hat er die höchste Sicherheitsklassifikation. Leider hat fast jeder Mensch seinen Preis. So, ich glaube, ich hab's. Bonnie, der Stromkreis, den Sie gerade entschlüsselt haben, das Ding ist eine Zeitbombe. Verdammt! Wie viel Zeit haben wir, Kit? 18 Sekunden. Bonnie, gib her! Michael! Gib her! Hier! Kit, mach deinen Kofferraum auf! Seien Sie vorsichtig, Michael. Okay! 3 Sekunden. Deckung! Das war ausgesprochen klar. Kit, bist du okay? Dieses kleine Teufelsding hat ziemlich viel Kraft gehabt. Allerdings werden Sie den Gestank niemals aus meinen Polstern herausbekommen. Sollte es denn wohl auch an jede Möglichkeit. Wenn man die Dinger entdeckt, kann man sich nicht mehr lange daran erfreuen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Geräte auch fernzünden kann. Und was ist, wenn Makroplex nicht das einzige Gebäude ist, das man schon mit diesen Dingern verseucht hat? Michael, wo willst du hin? Ich hab noch einen Trumpf. Das Foto von Soltis. Mal sehen, ob ich Barnes aufs Glatteis locken kann. Wir haben ja noch eine zweite von diesen Minibomben. Wodurch kann man die auslösen, Kit? Für einen Stromstoß von 400 Volt dürfte das eigentlich kein Problem sein. Hier muss doch irgendwo... Wir haben doch hier irgendwo diesen Schocker, mit dem man Angreifer betäuben kann. Ah, da. Michael! Das ist doch eine saubere Chance. Michael, ich will diese Männer haben. Da haben wir ja ein gemeinsames Ziel. Bis später. Drück mir die Daumen. Michael, Ihnen ist hoffentlich klar, dass Soltis das ganze Gebäude jederzeit in die Luft sprengen kann. Deswegen brauche ich Barnes. Ich will ihn in Panik versetzen, damit er mir zeigt, wie man so ein Ding entschärft. Danach schnappen wir uns Soltis. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Ich werde mal sehen, ob mein Scanner ihn auftreiben kann. Schon was gefunden, Kit? Nein. Ja, er steht hinter ihm. Wie hoch ist sein Blutdruck, Kit? Steigend. Wo ist das Foto? Wo ist das Geld? Rücken Sie das Foto raus, oder ich knall Sie über Raufen. Das würde ich nicht tun. Sehen Sie mal, was ich hier in der Hand habe. Und ich habe auch etwas, womit ich es auslösen kann. Knight. Ich weiß, was dieser kleine Kasten kann. Und jetzt werfen Sie die Waffe weg. Hören Sie, Leid. Waffe weg, oder wir sterben gemeinsam. Was wollen Sie, Knight? Ich will Soltis haben. Und Sie werden mein Kronzeuge. Nein. Janet! Sie haben meinen Mann getötet. Sie haben mir alles genommen. Janet, nehmen Sie die Waffe runter. Halten Sie sich da raus, Michael. Es ist besser für Sie. Ich werde Sie töten, Barnes. Genauso, wie Sie meinen Mann getötet haben. Aber Janet, seien Sie doch vernünftig. Kevin hat Ihnen vertraut, Barnes. Er hat Sie wirklich gemocht. Ich habe ihn auch gemocht. Einen Dreck haben Sie. Janet, das können Sie nicht tun. Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Sie werden sterben, Barnes. Wie mein Kevin. Nicht Janet! Ich schieße. Loslassen. Ich will ihn umbringen. Janet, das bringt doch nichts. Mir würde es etwas bringen, meinem Gefühl. Sie haben nur erreicht, dass Barnes uns entkommen ist. Und das war vielleicht unsere letzte Chance, Soltis zu schnappen. Sie setzen sich jetzt in meinen Wagen und rühren sich nicht vom Fleck. Haben wir uns verstanden? Ja. Barnes läuft zum Baubüro.
Aber dort trifft er wider Erwarten nicht auf seinen Vorarbeiter. Was machen Sie denn hier? Wo ist Hennigan? Regen Sie sich ab. Ich habe ihn nach Hause geschickt. Was? Er hat mir alles erzählt. Geben Sie mir die Fotos und das Abhörgerät. Ich habe sie nicht bekommen. Ganz ruhig. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe die Starkstromleitungen an die Telefonleitungen angeschlossen. Was haben Sie? Es wird ein bisschen dauern, bis 400 Volt erreicht sind, aber dann fliegt hier alles in die Luft. Nein. Und wir sollten dann möglichst weit weg sein. Also schalten Sie den Strom ein. Nein, ich werde alle Geräte herausziehen. Noch ist Zeit. Barnes, dieses Projekt ist gescheitert. Nein. Aber ich kann einen Verlust verkraften. Und was ist mit mir? Was ist mit meinem Job? Mit meinem Leben? Was soll das in mir werden? Ich war so frei und habe Ihnen ein Ticket besorgt. Was würden Sie von Montevideo halten? Ich möchte, dass Sie mich begleiten. Leute wie Sie kann ich gebrauchen. Glauben Sie ihm kein Wort. Halt. Er hat Hennigan nicht nach Hause geschickt. Er hat ihn erschossen. Seine Leiche liegt hinter dem Container. Was? Tun Sie es doch, Knight. Ich habe keine Angst zu sterben. Aber wie steht es mit Ihnen? Haben Sie den Mut, uns alle zu töten? Ich denke, das wird nicht nötig sein. Später im Sattelzug ist die Stimmung bei Bonnie, Devon, Michael und Kit wieder gelöst. Wer hat eigentlich die Polizei geholt? Ich war so frei. Eine Explosion pro Tag halte ich für völlig ausreichend. Ein funktionierendes Beispiel für KI. KI? Künstliche Intelligenz. Künstlich? Also, ich meine, das müssten wir nochmal durchdiskutieren.